Heute Lotte muss für ihr Frühstück baden gehen. Und er hier soll sein Revier jetzt teilen. Im Leipziger Robbenbecken. Heitere Gelassenheit bei Alice, Leo und den anderen. Aber die Chefin der Gruppe, die fehlt. Lippi, ihretwegen wird heute mächtig rotiert im Stall. So, haha, oh, da wird Lippi was echt Cooles kriegen, wird sich freuen. Also, wir haben hier mal was vorbereitet für Lippi. Lippi feiert ihren 27. Geburtstag. Und wir haben mal recherchiert, und zwar ist Lippi jetzt der zweitälteste Seebär weltweit, südafrikanische Seebär. Genau, muss jetzt gefeiert werden. Und da hat sich Ronja was überlegt, wie wir das schön feiern können. Also, ich habe es mir so vorgestellt. Pink unten, weiß oben. Ja. Und dann pinke Eiswürfel an weißen Kuchen geklebt. Weiße Fische an pinken Kuchen. Okay. Die Geburtstagstorte soll das werden. Ganz schön aufwendig. Für Lippi müssen wir uns auf jeden Fall die Zeit nehmen. Weil man weiß ja trotzdem nicht, wie lange sie noch bei uns bleibt. Sie ist ja aktuell immer noch topfit. Aber das kann sich natürlich bei einem alten Tier immer schnell ändern. Und da muss man einfach wirklich jede Sekunde genießen. Und die Feste feiern, wie sie fallen. Wachs über dich hinaus, Ronja. Sie steht schon auf den Tisch. Noch Fisch? Ach ja, na klar. Das Wichtigste. Den Rest macht der Froster. Während wir Lippis Überraschung vorbereiten, nämlich die Torte, kriegt Lippi noch eine Sonderaufgabe. Und zwar haben wir uns für Lippi überlegt, dadurch, dass sie wir nicht mehr genau wissen, wie gut sie noch hört und sieht, und wir ja auch nicht wissen, ob das irgendwann mal abnimmt, ihr Hör- und ihr Sehvermögen, haben wir uns für sie überlegt, dass unsere Azubine, die Sophie, ein Projekt quasi mit ihr durchführt. Und zwar geht es um altersgerechtes Training. Ein Workout, extra entwickelt für Senioren. Interessant. Die Kanara-Buntbarsche sind Eltern geworden. Passiert recht selten sowas. Ja, der Nachwuchs wächst aber woanders auf. Auf, auf! An einem sicheren Ort, ohne Fressfeinde. Vor einer Woche hat Florian die Eier hierher gebracht. Das ist immer schön. Ach, schön, hä? Da sind sie. Fisch geschlüpft. Ja, und wenn wir jetzt hier hochgucken, man muss hier so gerade Richtung Blubber schauen, da sieht man diese kleinen Striche schwimmen, suchen halt nach Nahrung. Der Dotter vom Ei ist aufgebraucht. Und da übernimmt nun Florian. Diese ganzen kleinen orangenen Punkte sind halt frisch geschlüpfte kleine Krebse. Und das ist ein ideales Aufzuchtfutter. Das verwenden wir bei eigentlich allen Arten, sobald die dann die Größe haben, dass sie es fressen können. Und jetzt sieht man hier diese kleinen Krebschen, wie sie alle schön wackeln. Und da können die sich jetzt die Plauze vollhauen. Wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man sogar schon, wie sie danach schnappen und es fressen. Ist schon cool. Sie sind ja ursprünglich in indischen Flüssen zu Hause. Gelingt selten die Nachzucht in Aquarien. Ich hoffe, dass wir was groß kriegen. Kann immer was schief gehen. Und wenn es erstmal nur 10 sind, ist auch in Ordnung. Weil dann kann man gucken, okay, woran lag es. Ne? Das nächste Mal macht man vielleicht, ist es denen dann zu warm, macht man es lieber ein bisschen kühler in der Aufzucht. Ne? Das sind alles Sachen bei so Arten, die selten bzw. nicht gehalten werden, muss man im Endeffekt ausprobieren. Über den Berg sind die längst nicht. Aber die Richtung, die stimmt schon mal. So, nächsten. Tschüss. Der Aquarianer. Immer in Bewegung. So, dann suchen wir uns mal einmal. Da reicht die Kleiner. Schawups. Beim nächsten Becken braucht's guten Durchblick und. Casually. Aha.
So, da haben wir es nämlich nicht weit. Wir sind die guten. Oh, wieder Buntbarsche. Und 6 davon ziehen um ins Abenteuerland. Lotte und Kater Alfons. Seit dem Sommer lebt er bei ihr. Sich im Alter noch mal einlassen auf eine neue Partnerschaft. Wie sich rausstellt, ist das gar nicht so einfach für die beiden Fischkatzen. Hallo. Na ja, Nagen? Kerstin Tischmeier. Die muss da viel vermitteln. Die waren ganz am Anfang mal kurz zusammen, weil ich was falsch interpretiert habe. Diese Zusammenlassgeschichte war allerdings nur ein paar Minuten. Es war nicht lange. Es hat sich dann gezeigt, dass weder der eine noch der andere nachgeben will, beziehungsweise erfreut ist, den anderen so direkt zu sehen. Und deswegen habe ich das dann doch abgebrochen, habe gesagt, okay, die Katze ist so dominant, das lassen wir jetzt. Wir warten, bis er rollig ist und dann versuchen wir es aufs Neue. Das Miteinander klappt hier nur, wenn jeder seins hat. Och, Schnucki, gucke. Wir beruhigen uns. Und darum hat Kerstin hier einiges umstellen müssen. Was Grundlegendes, was wir beim neuen Handling mitgemacht haben, ist jetzt hier drin. Im Prinzip haben ja die Katzen jeder sein eigenes Revier. Und das heißt also, Klein Alfons wohnt hier vorn. Und die Lotte wohnt hier hinten. Und das wird auch nicht gewechselt. Das heißt, die gehen durch den Schieber raus und kommen auch durch den Schieber rein, in dem sie halt dann wohnen. Und die Außenanlage im Prinzip ist dieses Gemeinschaftsrevier, was dann quasi sich überschneidet. No. Alles gut. Nicht mich beißen. Ich bin kein Küken. Klare Grenzen. Jawohl. Und gleiches Recht für beide. Ja. Besonders, wenn es ums Futter geht. Da will Kerstin bloß keinen Neid provozieren. So. Lotte darf zuerst raus, heute. Dann gucken wir mal, was die Motte macht. Frühstück gibt's im Freien. Alles gut. So, kleine Lotte. Bitte schön. Oh, ob ihr das schmeckt. Lippi, ihre Lebenserfahrung kommt nun der Jugend zugute. Ich glaube es. Auszubildende Sophie ist da, um von und mit Lippi zu lernen. Wir würden heute, glaube ich, erstmal den Trainingsplan zusammenschreiben, weil ich habe ja noch nie überhaupt ein Tier trainiert, weder Hund zu Hause noch sonst irgendwas. Und das ist ja meine Jahresaufgabe für das zweite Lehrjahr. Mit Lippi, der Seebärin, hier altersgerechtes Training zu machen. Und da würden wir jetzt heute mal so ganz langsam reinstarten. Was würdest du gerne mit ihr machen? Da ihr Augenlicht ja im Laufe der Zeit jetzt vermutlich immer mehr schwinden wird, dass sie mit einem Geruch, einem Gewürz oder irgendeinem Öl eine Übung, die sie schon kann, in Verbindung bringt. Mhm. Und das dann im Optimalfall ausführt. Mhm. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Trainingsplan. Gut. Schritt 1 wäre dann vermutlich, sie überhaupt erstmal an den Geruch ranzuführen. Gemüsebrühe. Ja, erstmal einen Geruch. Sie riechen ja besser als Hunde. Mit Respekt vor dem Alter wird hier was Neues ausgetüftelt. Wir machen es auf jeden Fall, um ihr einfach eine mentale Stimulation zu bieten. Also sie möchte auch nach wie vor mitmachen, die ist auch immer voll dabei. Aber wir wissen einfach, wir haben ein steinaltes Tier und wir müssen einfach das Training anpassen an sie, da, um ihren Gegebenheiten da auch gerecht zu werden. Und ich glaube, dass da Sophies Projekt einfach wirklich super auch für Lippi ist. Naomi, bereit? Sophie hat sich was für dich überlegt. Naomi, kommst du mal auf deinen Platz? Der erste Schritt wird sein, dass Sophie einfach mal Lippi in Berührung mit dem Geruch bringt. Deswegen ist es wichtig, dass Sophie Lippi erst mal zeigt, sobald ich die Dose öffne, riech bitte kurz aktiv dran. Okay, das ist der Geruch. Und daraufhin sollst du dann irgendwann eben das Maul öffnen oder brüllen oder wie sich's eben Sophie so überlegt. Klingt wohl nicht so gut. Ach, Lippi.
Da wirst du ein gutes Timing brauchen. Du gibst dir diesen Geruch hin, sie geht dran und du sagst schon okay und es gibt schon Fisch. Und das Spiel spielst du immer wieder. Ja. Dann wollen wir noch einmal riechen? Okay. Würde ich denn fürs Erste auch erstmal lassen? Okay, genau. Für die erste Session, denke ich, ist das ausreichend. Also erstmal schreckt sie nicht vor dem Geruch zurück. Das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ich bin zufrieden. Ich denke auch, war ein sehr guter Start, ja. Fürs erste Training. Libby sagt recht. Finde ich sehr gut. Dankeschön. Zurück ins Lieblingselement. Gut überbrückt, die Zeit bis zur Party. Langsam nimmt's hier Formen an. Im Mittelamerika-Becken könnte es gleich Unruhe geben. Es hängt alles von ihm ab. 6 neue Mitbewohner werden hier einziehen. Die Auswahl, die trifft Florian. So. Wir werden jetzt versuchen, 3 Jungs und 3 Mädels zu finden. Und ja, quasi Ziel ist, dass wir dann 3 Paare vorne in der Schau haben. Das kann man bei denen ganz gut erkennen, weil die Mädels so einen Glanzfleck in der Rückenflosse haben. Und dadurch kann man sie einfach ganz gut unterscheiden. Gut, und dann machen wir jetzt hier mal einen großen Kescherzug. Das ist ja das Schöne, die hocken alle hier in der Röhre. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Zack. So, und jetzt gucken wir mal hier. Das müsste ein Junge sein. Gucken wir mal hier. Hier sieht man jetzt schön zum Beispiel diesen Fleck hier, diesen Glanzfleck in der Rückenflosse. Ja, wie schön das hier glänzt. Das ist ein Weibchen. Ja, also die darf mit. Oftmals sind so eine Flecken, wie so Augenflecken, so ein bisschen ein Täuschen eines Fressfeindes. Ne, weil der Fressfeind dann denkt, okay, wo ist denn vorne und hinten? Zack. Wenn wir jetzt hier noch einen Mann schwimmen haben. Ja, das ist ein Mann. Schwupps. Wir haben ja unsere 6 Stück, die wir haben wollten. Klack. Die jungen Barsche. Klack. Aus dem Kreise der Familie geht's nun auf zu neuen Ufern. Dieses neue Heim ist aber nicht ganz ohne. So. Da sind wir wieder. Wir stehen jetzt hier vor unserem, ich sag mal, neu eingerichteten Mittelamerika-Becken. Wir haben nämlich das jetzt in den letzten Wochen komplett leergeräumt, neu gemacht. Und ja, haben das jetzt hier fertig. Die ersten Bewohner schwimmen jetzt auch schon eine Weile. Ja, weil gerade mit so einem Becken, das kann man, wenn man es komplett neu startet, nicht einfach mit dem kompletten Fischbesatz, den man sich da vorstellt, starten, sondern das muss man nach und nach den Fischbesatz halt auch dem Becken anpassen. Der Goldsaumbuntbarsch und seine Frau, die waren die Ersten hier. Ja, das sind eigentlich so die Chefs hier im Becken. Ne, die heißen im Englischen auch Green Terror. Ne, und er ist auch so ein Typ, der ist schon so ein kleiner Terrorist. Ja, und jetzt kommt natürlich eine Buntbarschart dazu. Da wird er schon erstmal sagen, okay, ich bin trotzdem hier der Chef. Green Terror. Das ist ja toll. So. Ja, der große Moment. Jetzt wollen wir ganz langsam die Kollegen entlassen. Oder vielleicht lieber doch nicht? Die forsche Lotte sucht ihr Frühstück. Von wegen, Katzen scheuen das Wasser. Na, Lotte? Die hier nicht. Also die Fischkatzen sind von der Bauweise her schon eher so die Bodenbewohner. Aber dafür sind sie halt im Wasser doch schon geschickte Jäger. Und sie haben leichte Schwimmhäute zwischen den Zähnen. Das heißt, die haben jetzt keine richtigen Schwimmhäute wie so eine Ente, ne? Also leichte, dass die halt im Wasser halt dann noch besser zurechtkommen als andere Katzen. Und nun so ungestört frühstücken, das tut ihr gut. Scheint die Beziehung zu entspannen. Sie kann jetzt die ganze Zeit hin und her pendeln, kann sich jetzt aussuchen, ob sie den Kontakt mit ihm haben möchte oder nicht. Das ist jetzt total easy. Die Tiere untereinander sind auch relativ relaxed. Also ich habe jetzt keine Situation mehr erlebt, dass die sich am Gitter mega waffeln. Wobei ich noch keine Wildkamera noch mal hingestellt habe über Nacht, um zu gucken, was sie nachts treiben. Das soll
heute noch passieren. Dafür kommt Lehrling Jasmin dazu. Als ein freundliches Ablenkungsmanöver. Kannst du mit Küken abschlenken und ich guck mal, ob ich die ausgerichtet hingestellt kriege. So, hallo. Ja. Großer Meister. Na, ach. So. Dann schiebe ich ihm jetzt einfach Küken. Genau, auf. Wenn der jetzt kommt, dann gib mir einfach das Küken. Pass auf deine Finger auf, der hängt dran. Alfons Nerven. Manchmal geht's noch durch mit ihm. Wie die Kamera am besten steht. Vorsicht, bleibt da geboten. Also ich bin mir eigentlich mittlerweile relativ sicher, dass wir uns gegenseitig in Ruhe lassen, wenn er das Küken dann kriegt. Ja, aber anfangs war da halt ein bisschen Respekt mit dabei, weil er dann halt auch immer sehr entgegenkommend war. Und ja, aber mittlerweile ist er eben ruhiger geworden und kommt hier in aller Ruhe. Also ich habe noch ein Küken. Ja, das ging doch gut mit ihm jetzt. Na, Großer? Ja, also das sieht ganz gut aus. Das hat jetzt natürlich auch super funktioniert, wenn kleiner Mann hier nicht immer ins Gitter kommt. Ne? Genau, das sieht so gut aus, müssen wir morgen schauen, wie die Aufnahmen sind und was sie halt so nachts dann treiben. Überraschend. Vielleicht wird hier ja schon mehr geschmust, als alle denken. Der Einzug ins Mittelamerika-Becken. So, er verzögert sich etwas. Na, wollt ihr nicht? Doch, jetzt. Schumm. Die wissen natürlich nicht, ist hier ein Fressfeind oder irgendwas im Becken. Das spielt in der Größenordnung bei Fischen eine wichtige Rolle. Deswegen werden die sich jetzt erstmal ein bisschen verkrümeln, vorsichtig aus den Ecken irgendwo rausschauen, ob hier jemand ist, der sie vielleicht fressen will. Zu Recht. Noch ist ja unklar, wie der hier drauf ist. So. Gucken. Er hat es jetzt schon spitz gekriegt, dass da was ist. Ne? Dann wird er mal gucken gehen, ein bisschen drohen. Und dann aber merken, okay, die Zwerge, die mit denen brauche ich mich gar nicht anlegen. Die sind keine Konkurrenz für mich. Mr. Green Terror. Aber zum Glück scheint der Name nicht Programm. Warum er jetzt Terror heißt, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Es ist halt ein sehr Terror. Nicht terrorisierender Fisch, aber ein territorialer Fisch. Und daher wird der Name sicherlich abgeleitet sein. Und ist jetzt, ich sag mal, an und für sich hat ein ganz normales Buntbarschverhalten, wie andere Großzischliden auch. Ja, jetzt balzt er schön sein Mädchen an. Auch der hat also eine sanfte Seite. Na, so kann's doch was werden. Hier im Becken. Hier wird jetzt auch was. Endlich. So, alle da? Lippi auch? Hallo Mäuschen, na? Super. Ach Quatsch. Ja. Hier vorne. Das Abstellen. Das ist also, nur ein bisschen also. Deko. Und jetzt müssen wir die irgendwie rauskriegen. Na, das ist meine Torte. Oh, jetzt? Ja. Und jetzt wollten wir noch eine 27 legen. Das ist mein erster Raubengeburtstag. Dennoch noch so ein hoher. Vielleicht lassen wir ihn einfach den da. Kriegst du aber den hier weg. Der ist nicht so schön wie der. Schön. Wirklich zauberhaft. Miriam, wir sind soweit. Alles klar. Lippi, geh. Da kommt sie. Geh. Gut, Lippi. Happy, kannst du haben. Ist dein Fisch. Ist dein Fisch. Möchtest du ihn essen? Nein.
Wieso möchtest du deinen Fisch nicht essen? Ups, das muss ein Missverständnis sein. Den da? Ah, den geht. Was mit dem? Der geht auch. Möchtest du ihn selber essen? Ja, gut, Lippi. Gut gemacht. Jetzt ist es angekommen. Möchtest du auch deine Torte? Miriam, du kannst die anderen schicken. Alles klar. Toll. Dann haben wir sie doch auseinandergeräumt. Ja, die hungrige Verwandtschaft ist wieder alles sandig. Oh. Ja, Lippi, genau so. Ja. Genau so machst du es richtig. Ihr kleinen Diebe, ihr übernehmt hier immer alles. Ja. Plupp. Upsi. Na, das soll sie aber gesehen haben. Die Omi im Becken, immer noch zu begeistern. Ich verschlucke jetzt hier. Nach all den Jahren. Upsi. Guck mal, noch richtig akrobatisch, wie sie sich dreht. Guck mal. Oh, jetzt hat sie. Riesenstück Makrele. Und schön ist natürlich auch, dass es nicht nur ein Fisch, der reingeht und dann weg ist, sondern das ist richtig Beschäftigung. Ja. 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 Toll. Voll cool, dass es so geklappt hat. Und alle sind glücklich. Ja, ein richtig gelungener Tag. Am nächsten Morgen im Gondwanaland. Kerstin ist bei Lotta. Hallo, Guse. Ja? Jawohl. Prima. Ein kleiner Snack zwischendurch. Mehr gibt's später. Komm nachher noch mal, hm? Jetzt werden erstmal Geheimnisse gelüftet. Die Nachtsichtkamera. Die offenbart, wie es wirklich um die Beziehung steht. Dann schauen wir mal, was wir die Nacht getrieben haben. Und da haben wir doch. Jetzt ist es 2:30. Also die sind schon zugange. Was natürlich ja schön zu sehen ist. Mach noch drück. Die ist jetzt nicht aggressiv eingestellt. Also sie faucht nicht, sie legt die Ohren nicht an. Dieses mit den Pfoten hin und her batteln, was sie hier machen. Das ist natürlich, wenn das Gitter nicht wäre, links und rechts ein Hieb ins Gesicht. Das wäre jetzt nicht nett. Also weiterhin Eiszeit. Aber es gibt auch ruhige Momente. Und was natürlich auch zu bemerken ist, dass das nicht die ganze Nacht so geht. Und das ist eigentlich die Hauptsache, dass die dann nicht die ganze Nacht am Gitter sich basen und badeln. Sie brauchen mehr Zeit, sich aneinander zu gewöhnen. Waren ja lange Zeit Single. Ich werde jetzt auf die Rolligkeit warten. Und dadurch, dass die jetzt schon immer ständig Kontakt haben, gehe ich davon aus, dass dann auch das Zusammenlassen nicht mehr, vielleicht nicht ganz so haarig wird. Also, die große Liebe ist ja bisher nicht. Für die erfahrene Lotte. Aber das kann ja alles noch werden. Im Koala-Haus. Philipp Hühnemeier unter Strom. Bist du schon da? Nee. Ach, Moment, ich bin ja hier noch beschäftigt. Ah. Tja, wertvolle Fracht ist gerade angekommen. Aus Duisburg. Hallo, ach, bist du süß. Wie es der kleinen Koala-Dame in Leipzig gefällt, das sehen Sie nächstes Mal. Außerdem, hier muss sich wohl noch jemand orientieren. Und im Podcast, da erzählt Micha Ernst, warum es bei den Zwergflusspferden nicht klappt mit dem Nachwuchs. Elefant, Tiger und Co. kommenden Freitag wieder. Also, bis dann.